David Garrett. Und man muss sagen, er feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Also nicht er, sondern der Song. Imagine. Wahnsinn. Krass, oder? Und er ist noch so jung. Zeitloser Song, zeitlose Lyrics. Und, muss man echt sagen. Ja, es ist ganz toll, dass du auch heute Abend wieder hier bist. 11. Mal, du hast für uns gebastelt Geschenke. Du hast uns so viele Geschenke mit der Musik gemacht. Ich versuche mal alles zu geben. Genau, wenn das Geschenk... Und, ja, das war super, das Geschenk. Aber ich würde Imagine, ich könnte mir vorstellen, das hat die Herzen bis nach Barcelona begeistert, José. Muchísimas gracias, David. Herzlichen Dank, David. Du bist ein wirklich toller Freund. Danke, dass du unsere Sache seit inzwischen 15 Jahren unterstützt. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Dankeschön. José. Es ist mir wirklich seit dem ersten Jahr eine Herzensangelegenheit, hier mit dabei zu sein. Und ich bin wirklich über die Jahre sehr stolz, ein ganz kleiner Teil. Ganz kleiner Teil dieser Stiftung zu sein. Und es geht hier wirklich um etwas unglaublich Wichtiges. Und dabei ein bisschen mithelfen zu können, das bedeutet mir ganz, ganz viel. Mhm. Wir freuen uns sehr, dass du aufgetreten bist heute, weil es ist ja eine schwere Zeit für Künstler, muss man ja auch sagen, die Corona-Zeit. Du hast vermutlich deine Konzerte auch wieder verschieben müssen. Ach, ich glaube, wir sitzen da alle im gleichen Boot, Künstler. Aber es ist heute natürlich ein ganz anderer Anlass. Mhm. Natürlich ist es auch für mich manchmal sehr traurig, wenn man Sachen verschieben muss. Ich glaube, dass das auch José nachvollziehen kann, dass man als Künstler natürlich von der Musik lebt und auch von dem Publikum. Mhm. Für Leute zu spielen, Leute emotional auch zu greifen packen. Und zu packen. Und das vermisse ich schon sehr. Mhm, klar. Ist klar. Ich meine, du hast es angesprochen, wenn es einer nachfühlen kann, dann natürlich José, der Musiker. Ja, lieber David, ich kann mir wirklich vorstellen, wie schwer es einem Vollblutmusiker wie dir fallen muss, wenn er schon seit fast 2 Jahren nicht mehr vor seinem Publikum spielen kann. Darum freue ich mich umso mehr, dass du uns in dieser schwierigen Zeit nicht vergessen hast und für uns übrigens, wie ich gehört habe, gleich auch noch am Spendentelefon sitzen wirst und Anrufe beantworten wirst. Und Spenden entgegennehmen wirst. Vielen Dank, David. José, immer wieder eine große Ehre. Schöne, schöne Grüße nach Barcelona. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder persönlich hier bei der Sendung im nächsten Jahr oder ja, irgendwo unterwegs. Natürlich. Du schenkst uns nicht nur deine Musik, du schenkst uns auch deine Zeit. Wir freuen uns sehr, dass du gleich... Aber jetzt natürlich erstmal die Geige sicher verwahren, weglegen. Genau, die nehmen wir nicht mit hin, nicht, dass sie da runterfällt. Oh Gott! Nein. Und wenn Sie ihn auch erreichen wollen, ist überhaupt kein Problem. Jetzt anrufen unter 01802 400 100. Das ist die Nummer zum Glück am heutigen Abend. Danke, David. Danke dir. Ja, lieber David, leg die Geige weg und komm rüber zu uns. Es gibt so viele gute Argumente, hier dabei zu sein. Ich freue mich, dass Camilla weiterhin die ganze Zeit am Telefon ist. Die kommt auch sonst gar nicht zum Quatschen. Ina Paule Kling, eine Wahnsinnsfrau mit toller Stimme, auch am Telefon. Also rufen Sie sie gerne an. Und jetzt